Yo, servus Leute, hier ist der KillPro, ja mal wieder zum neuen Video. Und ja, bevor ich jetzt dazu komme, warum heute wieder ein Video kommt, ja, möchte ich euch auf jeden Fall schöne Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr feiert schon mit eurer Familie oder die, die es nicht machen, ja, viel Spaß beim Zocken oder keine Ahnung. Habt auf jeden Fall schöne Feiertage und ja, genießt die Zeit. Und ja, Jungs, warum kommt heute wieder ein Video? Ja, ich habe ja vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht, ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass keine Videos mehr kommen werden, da ich keinen Bock mehr habe auf das Public Gebäsche, sprich auf Gameplay spielen. Und ja, Jungs, das habe ich auch noch immer nicht. Derzeit spiele ich ja auf die Dark Matter Camo, das seht ihr auch hier in meinem Emblem. Bockt auf jeden Fall richtig, paar Waffen sind zwar abfuck, aber wie gesagt, Jungs, auf das zu spielen macht richtig Spaß, auch ab und zu mal in der Party, aber meistens spiele ich noch immer Solo. Und ja, Jungs, ich spiele gar nicht mehr auf Gameplays, die Zeiten sind vorbei, das habe ich euch aber auch gesagt. Ja, was mache ich eigentlich jetzt noch so in COD? Und zwar, Jungs, bin ich jetzt in den Comp-Bereich umgestiegen. Was heißt umgestiegen? Also ich bin so gerade in der Phase, dass ich mich da echt reinhängen will. Und ich habe auch schon ein Team und wir haben in letzter Zeit echt viel gescrimmt und so. Und das ist was ganz anderes wie Public, Jungs. Man hat halt ein Team, mit dem muss man sich gut verständigen können, muss sich kurz positionieren, jeder hat seine Rolle und das ist halt das ganz was Neues und das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und das hatte ich eigentlich auch davor schon so im Kopf, halt etwas länger schon. Und ja, Jungs, ihr werdet vielleicht, das ist noch nicht sicher, ja, die nächsten Wochen ein paar Videos sehen, wo ich halt Scrims hochlade oder irgendwelche Highlights oder so, vielleicht auch einmal in Chill-Listen in eine Serie mache oder irgendwas. Auf jeden Fall könnt ihr euch drauf freuen, Jungs. Und ich würde es auch verstehen, wenn sich Mark jetzt irgendwie verarscht fühlen, aber wie gesagt, ich habe ja nur gesagt, dass ich nicht mehr Public spielen werde. Und wie gesagt, bin jetzt in den Comp-Bereich umgestiegen. Könnt ihr auch mal probieren. Also, wie gesagt, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und ja, wer halt meine Videos weiterschauen will, wäre korrekt von euch, wenn ihr dann immer schön einen Daumen und einen Kommentar da lässt. Und ja, Jungs, wie gesagt, was kommt heute in dem heutigen Video? Und zwar, Jungs, möchte ich ein Pack-Opening machen, Case-Opening, denn ich habe zu Weihnachten eine 50€ PSN-Karte bekommen. Und ja, Jungs, da habe ich mir so 2400 FIFA-Points geholt. Manche werden sich jetzt denken, ist der behindert, aber tatsächlich, für was braucht man sonst die PSN-Karte? Also, ich brauche die eigentlich für nichts und deswegen habe ich mir halt so Points geholt. Und da werde ich jetzt heute ein paar Sachen ziehen und mal schauen, ja, was dabei so rumkommt. Und ja, beginne ich mal. Wir öffnen hier diese, ja, die Rare-Kisten halt für 200 FIFA-Points und ja, starten wir mal. Mal schauen, was so kommt. Oh mein Gott, nice, Alter. ICR-Verstoßtarnung. Ich hab das Spiel auf Englisch, da heißt die Transgression, keine Ahnung. Richtig nice, Jungs, die Tarnung. Ich werde die euch nachher auch alle zeigen. Ja, man bekommt auch so Kryptos gut geschrieben, das finde ich auch richtig geil, da können wir uns aber vielleicht noch so ein paar Normalkisten holen. Ja, machen wir weiter mit dem zweiten. Legendär sehe ich wieder, okay. Ja, jetzt nicht so, nicht so nice, okay, die Calling Card sieht ganz okay aus. Naja, so, weiter geht's. Okay, legendär, komm. Ja, ich Gesten wieder. Okay. Ist nicht so nice. Okay, das ist ri. Oh mein Gott, Jungs! Oh mein Gott, diese Tarnung! Oh mein Gott, Jungs, die werde ich euch nachher gleich zeigen. Sogar für die HVK. Die HVK ist richtig geil. Jungs, Alter, was sind das für Packs? Oh mein Gott, Epic. Oh mein Gott! Oh mein. Nein. I'm done. Jungs. Oh mein Gott. Ne. Die besten Packs ever. Noch ein Epic. Okay. Für die Haymaker, die Kriegs. Weiß gar nicht, wie du auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall diese. Die ist auch relativ nice eigentlich. Ich kann gar nicht mehr reden. Haymaker ist jetzt nicht so krass, aber okay. Machen wir weiter. 11 Packs noch. Ah nein, nicht 11 Packs, sorry. Epic. Oh mein Gott, Jungs. Was ist da für Shit? Komm, ich habe schon wieder 43 Kryptos, Alter. Die Ice Razorback Camo, richtig geil.
Ohne Scheiß. Ist hier wieder legendär. Okay. Ja, nicht so nice wieder irgendwelche Gesten oder so. So, ich sehe wieder Epic, Jungs. Drück mir die Daumen. Ah, fuck. Ja. Auch nicht so nice, ne? Komm aber jetzt. Bitte. Okay. Die Drakon. Ah, die ist auch nicht so geil, die Tarnung. Drakon spiele ich sowieso nicht. Aber es war auf jeden Fall. Okay. Oh, Jungs, ich sehe das jetzt. Ich dachte, das ist irgendwie so eine komische Tarnung. Das ist die Sturmtarnung, Alter. Die ist richtig geil. Die habe ich schon für die M8. Ohne Scheiß, Jungs, diese Packs, ne? Die sind so, so krank gut. Okay. Ja, Fireband Dingo. Mal schauen, wie viel Doppel wir bekommen. Ja, 83. Geht eigentlich. Ja, lass noch zwei Kisten oder so öffnen von den normalen. Mal schauen, ob da irgendwas kommt. Epic? Ne. Okay, aber es waren richtig geile Sachen dabei, ohne Scheiß. Ja, öffnen wir jetzt noch eine und dann beenden wir das. Jo, für die Locus geht eigentlich. Nur Sniper-Tarnungen, nice. Auf jeden Fall, Jungs, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst eine positive Bewertung. Da würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Wie gesagt, die nächste Zeit werden jetzt vielleicht ein paar Comp-Videos kommen. Mal schauen, aber jetzt nicht so regelmäßig. Und ja, Jungs, wie gesagt, habt noch schöne Weihnachten und schöne Feiertage.